Juhu, und willkommen zu Tomodachi Live. Let's go! Irgendwie habe ich schon alle Sachen eingekauft. Ich weiß auch nicht wieso, obwohl ich heute. Was? Noki? Oh mein Gott, jetzt gibt er wahrscheinlich zu, dass der wirklich eine Affäre mit Miley Cyrus hat. Wer weiß? Was? Och nee! Voll perfekt, oh Gott. Ich möchte Notiz. Lizzie einen Antrag machen. Ist das eine Oh gute mein Idee? Gott. Naja, ich würde mal sagen, nicht, ne? Ich meine, wenn der ja die ganze Zeit mit Miley Bist du ein Cyrus hier Wesen für rummacht. unsichtbare Übrigens Gesetze? hat sich ein Paar von mir getrennt. Also Kea und Rhea, die eigentlich von den Namen her perfekt zusammenpassen, haben sich einfach getrennt. Und ich so, nein, oh, und es ist gerade irgendwas runtergefallen. Egal. Ja, und das fand ich ganz schrecklich, weil die so gut zusammenpassen. Und die waren beide todtraurig für immer. Und Rhea hat sich wohl von Kea getrennt. Boah, mega schwer mit den Namen hier. Und dann stand bei Rhea irgendwas von wegen so, will sie nie wiedersehen. Und bei Kea stand so, alles wieder super oder so ähnlich. Es war irgendwie ein bisschen heftig, aber keine Ahnung. So, ich suche jetzt mal was Geiles hier aus. Ich möchte ja wenigstens schönen Antrag kriegen mit arabischer Prinz. Ja, das turnt mich ja mega an. Ich finde das hier sehr schön. Ja. Und die Mütze passt irgendwie gar nicht dazu. Bommelmütze. Oh. Oh Gott, jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Ist dieses Riesenrad nicht toll? Ja, wundervoll. Ich mag sowas überhaupt Auf jeden nicht. Fall. Auf jeden Fall, sind voll rum am Lügen. Ach du Scheiße. Oh, Einhörner. Ja, voll verpennt, weil ich an Einhörner gedacht habe. Yeah, Achterbahn. Ich mag Achterbahn nicht mal, aber okay. Und ich habe voll die hässliche Bommel da. Der hat sich so mega schick gemacht und ich so, ah, ich habe voll den geilen Bommel hier. Hä? Passiert einfach nichts. Und jetzt? Wow! Slenderman. Slenderman ist mal auch hier. Ja, jetzt denke ich an Slender. Vielleicht habe ich ja eine Affäre mit Slender und Noki eine mit Miley Cyrus. Das wäre heftig. Nur ich habe letztens mit Noki auch darüber gesprochen und er meinte so, ja, ich werde dich auf jeden Fall in Tomodachi Live für Miley Cyrus verlassen. Und ich dachte so, okay, weiß ich Bescheid. Das war nicht lustig. Oh, schon wieder ein Einhorn Und steht. zwar, weil ich mit dir hier bin. Schicksalhaft. Wie ich da Hm. glotze. Hihi! Oh Gott, wenn ich das schon höre, könnte ich kotzen. Boah, voll der schwarze Vogel. Das steht direkt für Pech und scheiß Overband. Und Schiffschaukel, die fand ich als Kind mega cool. Die mochte ich immer sehr. Nichts! Boah, das sieht so aus, als ob ich voll dumm wäre, weil einfach nichts in meinem Kopf drin ist. Wie wir da beide voll angespannt sitzen. Wir sitzen auf dem äußersten Ende der Bank. Das sieht voll merkwürdig aus. Die sitzen da nicht irgendwie so voll gechillt und entspannt. Wieso denke ich jetzt eigentlich an Slender? Nur um Nokia 1 auszuwischen wahrscheinlich. Deswegen habe ich extra eine Affäre angefangen mit dem, weil ich rausgefunden. Möchte einen Ja, Antrag genau. machen. Wusch! Alle sterben! Ja, weil ich rausgefunden habe, dass die beiden eine Ich Affäre. habe dich nicht verstanden. Möchtest du mich Oh heiraten? mein Gott, das letzte Herz ist gerade übrig geblieben. Das heißt ja schon mal, das ist nicht Das unter ist einem nicht. guten Das mache ich Stempel. mit nicht. Oh Gott, vor allem rumlügen. Nee, ich klatsche nicht. Du kriegst kein Klatschen. Yeah. Ich mache das ironische Klatschen. Klatsch, klatsch, klatsch. Okay, da. Und ich so. Es ist alles richtig gut gelaufen. Vielen Dank. Ja, richtig gut. Bleibt nur noch ein Herz übrig. Oh Gott. Hilfe! Das ist ganz Wir können nicht grauenvoll. loslassen und können noch nicht heiraten. Oh, naja, aber Wir wir sehen werden das sehen, ob diese Problem, Beziehung das wir nicht wirklich lösen. für die Zukunft bestimmt ist. Denn ansonsten trennen die sich ja sowieso. Es haben Warum sich ja sind schon die zwei Leute Leute bei nicht mir einfach getrennt, was ich irgendwie miteinander voll merkwürdig fand. Weil ich immer so dachte, dass Tomodachi Life ja eigentlich voll das zusammenleben? traditionelle Spiel ist und die das dann so nicht machen, dass da so Beziehungen getrennt werden können. Vor allem so Hochzeiten und sowas. Boah, ich bin ja noch viel riesiger geworden. Jetzt kann ich Okay, Nokia voll sieh auf mich den nur Kopf an. Ich spucken. bin ganz erwachsen. Ich bin ganz erwachsen. Nur was Ich ich kenne mich gesehen nicht habe, aus. die Memes, die man mit diesem Altersgedöns da eltern lässt. Und wenn die dann nicht mehr. Normal Ach du aussehen, Scheiße, das klingt toll. wie kacke sehe ich denn aus in dem Hochzeitskleid? Ja, wenn die sich durch dieses Altersgedöns da altern lassen, durch dieses Spray, dann, und dann nachher wieder geschieden werden, dann sind die wieder jung. Das ist voll merkwürdig, das hätte ich gar nicht gedacht. Ist der falsche Style? Oh Gott. Aber auf meiner Hochzeit, wenn ich irgendwann heiraten sollte, da will ich auf jeden Fall so geile Erdbeertorte haben. Da schreit Daku mir andauernd in die Kommentare immer so, ah, guck, die geile Erdbeertorte. Aber die ist ja auch geil. Und da ist Marilyn Monroe. Miley Cyrus. Das kann doch nicht wahr sein. Und keiner meiner Freunde ist da. Nur Helene Fischer war. Japan. Ich hasse Japan. Wahrscheinlich hat Noki das nur entschieden.
Tokio, ja gut, Tokio sieht schon cool aus. Aber mir hat eine Bekannte von mir auch mal erzählt, dass in Japan die Luft auch mega scheiße sein soll. Dass wenn man da, wow, ich direkt so, ich bin schlau und okay, so, ich kann besser posen als du. Ja, weißt du Bescheid. Ja, so eine Bekannte meinte, dass die Luft da mega schlecht wäre und dass man das auch direkt merkt, wenn man da so aus dem Flugzeug kommt und so. Oh yeah! Ich auch noch so, ah, jetzt bin ich geiler als du. Ja, natürlich, Noki steht mit seiner Weihnachtsmütze da an so einem voll geilen See. Das Foto ist ganz cool. Aber irgendwie war das vorher immer so Battle-Fotos. Aber das ist wirklich mit Noki und mir so. Wir battlen uns immer bei allen Sachen irgendwie. Weil, keine Ahnung, wir sind manchmal schon so ein bisschen Rivalen. Warum auch immer. Also, das heißt nicht, dass wir uns irgendwie hassen, weil wir so mega hart Rivalen sind oder so. Oh Gott, jetzt kommt mein komisches Andenken. Ein Fischer? Aber cool, hab ich noch nicht. Ah, yeah! Und so. Oh Gott, ich hab Angst. Gott. Oh, Miley Cyrus. So, aber so langsam würde ich am besten mal anfangen hier mit den ganzen Sachen, die die Leute wollen. Janni möchte zum Beispiel schwarze Haare haben. Ich habe nämlich hier mega viele Sachen auf meiner Liste stehen und ich muss echt mal langsam anfangen, das abzuarbeiten. Ah, oh, perfekt. Nein, er schläft schon. Bitte. Oh nee, das ist wieder dieser endgültige Schlaf. Was ist scheiße? Das kann ich doch schon wieder nicht machen. So, soweit ich mich erinnere, wollte Celine mit ganz vielen verschiedenen Leuten getestet werden. Deswegen mache ich das jetzt einfach zufällig. Bam. Sandra Sandy. Sandra Sandy. Ja, so ist es auf jeden Fall. Ganz bestimmt. Ich sehe die Nachnamen. Diese. Wir sehen uns morgen im Kindergarten wieder. So, Anselm. Love-Prognose. Yeah. Oh mein Gott. Celine scheint einseitig verliebt zu sein. Und der so. Ah, ich will was Besseres. Da kommt wieder die Pferdekopfdusse. So, die wollte von mir nämlich auch ein Katzenkostüm haben. Und die wollte mit mir, glaube ich, Affinität getestet werden. Aber ich weiß nicht, wie ihr richtiger Vorname ist, weil der Spitzname wird hier angezeigt und bei der Affinität wird immer Vor- und Nachname angezeigt. Und deswegen weiß ich nicht, wer sie ist. Und so, so mega dramatische Scheiße. Ich weiß, ich könnte eigentlich nachgucken. Fällt mir gerade auf. Das fällt mir sehr früh auf. Aber egal. Das dauert immer viel zu lange. Ich muss auch mal was hier schaffen. Ja, so toll findest du es jetzt aber nicht. Hat sich jetzt aber nicht gelohnt. So, Kao hat sich ganz mega verrückte Scheiße-Kleidung gewünscht. Deswegen gucke ich mal. Ah, da habe ich doch schon was parat. So ein Grün. So, dass einem die Augen ausfallen. So, wow. Das sieht einfach wie Kotze aus, dieses Grün. Oh Gott, diese Farbe ist ja ganz grauenvoll. Und sie wollte den mega coolen Wassertest bestehen, weil das ist ja immer noch der härteste Test in Tomodachi Life. Ob die Leute Wasser mögen oder nicht. Oh mein Gott, jetzt kommt's. Wow, oh mein Gott, sie hat diese hässliche Scheiße gemacht und das Sprudelwasser. Also da hat sie sich jetzt einen ganz fetten Pluspunkt bei mir verdient. Der liebe Jonas hat sich ja im Livestream... Ja, ich weiß, normal. Ja, der liebe Jonas hat sich im Livestream ja darüber beschwert, dass ich ihn nie bei Tomodachi Life zeigen würde. Aber der hat voll den geilen Pferdekopf gekriegt, weil der mega stylisch ist. Und der ist mit Noki befreundet. Ulala, ist ja heftige Scheiße. Deswegen klatsche ich den jetzt einfach mit Sachen zu. Frikadelle! Da kriegst du den im Mund rein. Gott, wie grauenvoll. Übrigens kann ich direkt meinen Kommentar zum Livestream abgeben, weil mir ist etwas ganz Grauenvolles passiert. Ich lasse ja immer diesen Livestream-Aufzeichnungsgedöns machen, damit ich am Ende die Highlights zusammenschneiden kann. Und es ist etwas ganz Grauenvolles passiert, denn die Scheiße wurde aufgenommen, aber es hat kein Bild. Also das war mega am Rumspacken. Dann habe ich das in mein Aufnahmeprogramm geklatscht, in mein Schnittprogramm. Und dann konnte ich irgendwie nur die Datei hören, aber nichts schneiden und so eine Scheiße. Das hat mich mega aufgeregt, weil ich die jetzt verloren habe. Ich habe alles versucht. Ich habe auch versucht, auf Twitch das wiederherzustellen und so. Aber ich habe dann natürlich eingeschaltet, die die Streams nicht zu archivieren. Und das war mega dumm von mir, weil ansonsten hätte ich den gehabt. Aber jetzt gibt es deswegen kein Livestream-Highlight-Video. Und das hat mich so aufgeregt und so traurig gemacht. Und deswegen denke ich, dass es euch wahrscheinlich auch sehr hart treffen wird. Weil das ja... Weil es ja eigentlich immer sehr gute Resonanzen gab und ihr euch mega drüber gefreut habt und ich bin traurig. Aber dann, dafür werden wir es beim nächsten Mal schaffen. Wow, mir gefällt das einfach mal gar nicht. Dann gebe ich halt was anderes. Da das Jeanshemd. Jeanshemden sind doch schick. Ich weiß nicht, bei Jonas das der meinte, dass Jeanshemden voll hässlich sind. Nein, ich glaube nicht. Ah, der ist sonst Pech gehabt. Jetzt hat er einen Jeans. So schick. Ich finde den Pferdekopf einfach mega cool. Und er hat so lustige Schweinenasenlöcher irgendwie. Finde ich voll süß. Passt auch total zum Pferdekopf. So ein Schwein mit einem Pferd kombiniert quasi. Ist doch cool. Und ich habe ihm ja auch gesagt, dass ich ihn streicheln werde. So Schwabe, 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 Schwabe. Sexy, sexy. Ihm scheint das gefallen zu haben. Aber es scheint nur so.
Ich will es offensichtlich sehen. Der hat voll den schicken Brokkoli-Helm. Auch wenn er ein bisschen wieder angekotzt aussieht. Heute sieht irgendwie alles angekotzt aus, habe ich das Gefühl. Aber er findet für Frikadelle schon mal geil. Also heute fahren irgendwie alle auf Frikadellen ab, warum auch immer. Nee, habe ich jetzt keine Zeit hier. Nee, kriegt ihr nicht. Der hat sich nämlich einen Periodenhelm gewünscht. Jetzt fängt das auch noch hier an. Ich meine, ich sagte schon, in Minecraft Catlife irgendwie andauern. Nein, es gibt ihn nicht in Rot. Also er wollte ihn in Rot haben, dann dachte ich mir so, yeah, Periodenhelm und so. Aber dann nehme ich die Farbe, die dem am ähnlichsten ist. Pink. Ich weiß nicht, ob du Pink hässlich findest. Ich finde Pink hässlich, aber das ist die nächste Farbe an Rot. Deswegen kriegst du die jetzt. Also kannst dich freuen und es lassen. Yeah. Wow, oh, das beißt sich ja ganz grauenvoll mit dem Outfit. Oh. Und mal wieder ist Modeberaterin Lissy hier am Werk. Guck mal, das sieht doch gar nicht mehr so aus wie ein modischer Unfall. Ist doch schön. Lust auf ein Spiel. Jetzt nervt er schon wieder. Ich habe gerade gesagt, nein. Wenn ich nein sage, dann meine ich auch nein, okay? Bonjour, Risa. So, oh Gott, der hat ja voll die Omi-Kleidung an, die Arme. Die ist irgendwie die Erste, die sich eine Schlaghose gewünscht hat. Wer will denn bitte eine Schlaghose haben? Die ist ja voll hässlich. Ich weiß gar nicht, oh, ich hab die gar nicht. Oh. Boah, da ist die hässliche Scheiße. Ich weiß nicht, ob die wirklich schön findet oder sich das einfach so genommen hat. Ansonsten hätte ich dir jetzt das Hässlichste gegeben von denen. Wenn die sowieso hässlich aussehen will, dann kann man sie auch auf die Spitze treiben. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich es vielleicht sogar wirklich irgendwie auf irgendeine Art und Weise schön finde. Deswegen gebe ich ihr jetzt mal nicht das Hässlichste. Oh mein Gott, das gefällt ihr wirklich. Es gibt Menschen, denen Schlaghosen gefallen. Ja, und was wollte Lisa noch? Genau, die wollte noch ein rosa Kackhäufchen. Ich habe irgendwie rose Kackhaufen geschrieben, aber ich gehe mal davon aus, dass rosa gemeint ist. Und dann ist das ja perfekt, weil ich Darko gerade das Teil in rosa gekauft habe, was aber mehr Zufall war, weil das am nächsten am Rot ist. Aber dann habe ich das hier genau perfekt gemacht, weil ich auch genau zwei gekauft habe. Wow, so als hätte ich noch alles perfekt in meinem Köpfchen gehabt. Übrigens fällt mir gerade auf, dass ich einfach das Kind von Miley Cyrus und Slender auf Reisen geschickt habe, ohne es aufzunehmen und ohne irgendwas zu sagen. Aber so sieht sie aus. Wundervoll, ne? Das war die vorherige Tochter und das ist das andere Teil. Wow, die sehen sich von den Frisuren und so ja voll ähnlich und den Augen. Wow. Aber der Mund ist auf jeden Fall cooler von der, auch wenn die wie eine richtige Bitch aussieht. Aber egal. Ja, ich hatte halt keinen Platz mehr in meinem Apartment. Auch wenn die viel hübscher ist als Leander, dieses Scheißteil, was nicht mein Gesicht hat. Aber okay. Den werdet ihr auf jeden Fall noch früh genug sehen. Ich glaube, meine Oma wollte sich auch mit dem anfreunden, aber es hat nicht geklappt. Kein Wunder. Als Sohn von Slender, der ja nur nach seinem Vater kommen kann, was total wundervoll ist. Oh Gott. Schon im Eheleben und mein Ehemann ist nicht da. Das wird nichts. Das wird überhaupt nichts werden. Ach du Scheiße. Naja, wie auch immer. Ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Aber vorher muss ich noch jemanden grüßen, weil Antonia meinte, dass sie von mir gegrüßt werden will. Also viele Grüße an dich, Antonia. Du hast mir nämlich sehr nette Kommentare geschrieben. Deswegen wollte ich mich auch mal bedanken. Ja, und dann war es das mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Au revoir.